Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen und der nächste Vorschlag wird gleich bearbeitet. Wir gucken uns heute Oma und Papa Witz hassen sich an. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start ins Wochenende und ich hoffe, es ist nicht so kalt geworden wie bei uns hier. Sehr, sehr kalt. Ich habe sogar seit Jahren mal wieder das Fenster zugemacht, weil es dann doch ein bisschen sehr kalt wurde. Liegt vielleicht auch ein bisschen dran, dass ich hier kurzärmlich rumlaufe. Aber keine Ahnung, auf Arbeit ist man immer warm und dann, ja, kennt ihr, ne? Ja, und wir gucken mal rein. Ich bring dich wieder ins Bett. Also, wo war nochmal euer Zimmer? Stopp, Papa! Das ist das Zimmer von Alexander, den Großen. Alter. Baby Alexander ist von dem Licht aufgewacht. Ich weiß noch was anderes, was George früher zum Schlafen gebracht hat. Oh, boom. Ja! Oh, boah! Alter! Ja, da schläft das Kind aber ein bisschen länger, ne? Oh, Alter! Ein Spielzeugpferd! Und ich nenne es Glitzerfuß. Hatte Hü. Glitzerfuß. Hatte Hü, Mann. Glitzerfuß. Hatte Hü. Nein, Glitzerfuß. Hatte Hü. Glitzerfuß. Hatte Hü. Glitzerfuß. Hatte Hü. Nope. Einfach das Pferd wieder einpacken. Lass George zuerst damit spielen. Er ist der Jüngste. Jetzt ist Pepper dran. Das Pferd kann mal 3 Sekunden berührt. Aber wer kennt das nicht? Komm. Also die Leute, die mit Geschwistern groß geworden sind, ich glaube, wenn man mit noch mehr, also mit mehreren Geschwistern groß geworden ist, dann kennt man das, weil man sich irgendwas teilen musste. Da hat man ja irgendwann dann schon förmlich bald einen Zeitplan gehabt. Du darfst 5 Sekunden berühren, der nächste darfst auch 5 Sekunden berühren. Ach nee, das ist... Opa Wutz! Die meiner Jugend. Hallo, meine Kleinen. Alles Gute. Das ist ein Erwachsenengeschenk. Oh. Nope. Ich werde Polly retten. Komm her, Polly. Ah! Magst du eine Tasse Tee? Komm her, Polly. Peppa, Schorsch und Opa Wutz sind sehr beschäftigt. Sie graben. Ich glaube, hier kommt der Vogel rein, ne? Also definitiv wird jetzt hier der Vogel reinkommen. Oder obwohl, warte mal, Oma und Opa Wutz hassen sich. Das kann natürlich für die Oma auch sein. Schon mal Probe liegen. Wie kommt ihr mit dem Teich voran? Ich habe auch einen Schatz gefunden. Das ist ein normaler Gartenzwerg. Er ist ganz ohne Wert. Opa Wutz mag keine Gartenzwerge. Opa, glaubst du wirklich, dass wir einen vergrabenen Schatz gefunden haben? Ich bin mir nicht sicher. Aber das wissen die Experten. Es ist oder es sieht aus. Es ist geil. Oh ja, oh schön. Da hat übrigens mal einer bei Bares vor Rares. Oh, was war denn das? Das war, sah halt aus wie wertvolles Gold. Und da hatte der irgendwas von so von Vorstellung von am besten so fast 1 Million, ne? Und da war aber eine Frau, die das eingeschätzt hat und die hat erstmal nur so gelacht und hat dann gesagt, dass es halt nur ein Duplikat ist und dass es kein Echtgold ist. So, und man hat eigentlich so gesehen, wie bei, war eine Dame, glaube ich, die das dann abgegeben hat, die halt den Wert schätzen ließ und bei der so langsam das Gesicht eingeschlafen ist. So.
Und die den Wert so geschätzt hat, nur so gelacht, weißt du, die ganze Zeit. Du wurdest aber ganz schön verarscht, ey, richtig verarscht. Bestimmt schön hier in Türkei geholt. Da muss ich so lachen, ey. Das ist ein Stück Scheiße. Papa, welches Gemüse hast du gemalt? Meinen Papa. Ach, herrje. Zum Glück habe ich noch eine Dose Öl als Reserve dabei. Sehr gut, Papa Wutz. Gut beobachtet, Frau Locke. Das Wohnmobil hat seinen Motor hinten. Gut beobachtet. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hurra! Schlafenszeit. Wo schlafen wir denn? Mama Wutsch und ich schlafen hier auf diesem Bett. Und ihr zwei schlaft dort oben. Aber da oben ist doch gar nichts. Ihr zwei schlaft dort oben. Ihr schlaft jetzt auf. Alter. Hey, ich frage mich jetzt ohne Scheiß, ob das jetzt reingeschnitten ist oder ob das jetzt echt ist. Wie asozial, stellt euch mal vor. Vor allem, guckt euch mal an, ne? Das Wohnmobil von außen. Guck mal so an. Was sie alles hier drin haben, ne? Also die haben ja eine Küche. So, jetzt fehlt eigentlich nur hier so ein Fernseher, ne? Dann eine Spielekonsole, fehlt ganz wichtig, eine Spielekonsole. Fernseher, eine schöne Anlage. Ja, na, ist halt die Frage, wo sollen dann die Kinder schlafen? Die müssen dann ja nur draußen schlafen, ne? Weil die wichtigen Sachen sind halt drin, ne? Die vor Regen geschützt werden müssen, wie die Anlage und pipapo. Und die Kinder, ja gut, die können halt ein bisschen Regen aushalten, ne? Und Natur ist schön, Sauerstoff ist schön. Haben so ein schönes Abenteuerwochenende. Ah, schön. Wo schlafen wir denn? Ich könnte so ein schöner Vater Mama sein. Mama Wutsch und ich schlafen hier auf diesem Bett. Nani? Und ihr zwei schlaft dort oben. Aber da oben ist doch gar nicht. Ihr zwei schlaft dort oben. Wie geil. Der Grill von Papa Wutz steht in Flammen. Wir suchen hier nach einem Freund für Goldi den Fisch. Oh, was ist in diesem Becken? Ich glaube, da ist gar nichts. Ach cool, ey, ich liebe die Vor Videos. Ein paar Tagen hat YouTube mir endlich die Kanalmitgliedschaft ermöglicht. Das heißt, ich habe jetzt doch die Möglichkeit, mal den ein oder anderen Euro mit YouTube zu verdienen. Das heißt, wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr ab sofort Mitglied hier auf dem Kanal werden. Danke geht deshalb schon mal an die ersten Mitglieder raus. Und ja, für anderweitigen Support schaut mal in meinem Shop vorbei. Und ansonsten, bis zum nächsten Video. Ja, supportet den Mann, kann ich nur sagen, also das... Oh. Oh, Alter. Ah. Also, wenn so ein Fahrradfahrer entgegenkommt, ne, und glaubt mir, solche Fahrradfahrer haben wir bei uns auch, dann denkt man sich so, jo, die sind irgendwo gerade ausgebrochen. Also. Oh, Alter, nee. Ist das geil, ey. Ah, schön. Ah, schön. Schön. Ach, nee, cool. Ich muss immer wieder auch sagen, was da auch für Arbeit hinter steckt, ne? Dass ich als kleiner Keck, vor allem ich reagiere nur drauf und ich mache so meine Real-Life-Stories und ne, meine normalen Stories und mal Real Talks und mal meine Gameplays. Aber was hier hinter steckt, ne, das ist viel, 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 viel mehr Arbeit. Und solche Leute kann man immer wieder, muss ich ganz ehrlich sagen, auch immer wieder unterstützen, weil ich sowas auch cool finde. Steckt viel Arbeit hinter. Ich denke mal, allein in so einem kleinen Video bestimmt so 6-7 Stunden oder länger. Und ja, ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Guckt definitiv das Originalvideo, unterstützt ihn, wo ihr nur könnt. Oder auch mal mit einem Abo. Und ja, wir sehen uns definitiv Dativ Akkusativ
im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.